Das Thema Industrie 4.0 ist in Deutschland ja kreiert worden, im Hasso-Platten-Institut da in Potsdam, wenn ich das richtig informiert bin. Und es gibt ja bei Ihnen in Ihrer Heimat auch bereits eine Fabrik dafür. Ne? Wie heißt das schon einmal rausgegeben? Smart Factory Ostwestfalen-Lippe. Das ist bei Lake Lemgo, bei Bielefeld, wo das, was Sie gerade diskutiert haben, bereits schon hier durchexerziert wird und entwickelt wird. Aber ja, hier gibt es gerade Zufall. Was fand ich heute im Handelsblatt, wie ich daher geflogen bin? Internet der Dinge, Digitalisierung der Wirtschaft, Online-Magazin, Impact. Ganz interessant, das Thema passt genau hier hinein. So, meine Damen und Herren, Österreich aus der Sicht von außen. Ich bin außen, mein Name ist Friedrich Schmiedl. Wie gesagt, ich bin ein ganz einfacher, normaler Kaufmann. Wir sind von der Ansiedlungsagentur der Republik Österreich, das heißt, wir haben den wissensbasierten Wirtschaftsstandort Österreich in unseren Zielmärkten bekannt zu machen. Und wir begleiten ausländische Firmen nach Österreich herein. Das heißt, wir organisieren, koordinieren und wir übersetzen und begleiten Unternehmungen. Ich selber bin für Deutschland verantwortlich. Wenn Sie sagen, na gut, Deutschland ist ein Reklamdeutsch, meine Damen und Herren, das ist nicht so. Jeder Unternehmer kriegt das von mir in die Hand, weil wir haben eine andere Rechtssprache und Verwaltungssprache. Letztens hat mir einer gefragt, der hat sich da bei Ausschreibung beteiligt, ein Dienstleister, und da steht dann firmenmäßige Zeichnung. Sagt er, was soll ich denn da zeichnen? Sag ich, nein, Unterschreibung, ich habe einen Stempel drauf. Also Sie sehen, da müssen wir auch mal übersetzen. So, Österreich von außen hier. Wie gesagt, wir arbeiten ausschließlich kostenfrei, weil wir gehören zu 100% Republik Österreich, sind eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, agieren allerdings leistungsorientiert und wie es der Markt halt so braucht. Außerdem nur ausschließlich maßgeschneidert. 0815 Antworten kriegen Sie von mir nicht. Der Unternehmer, Sie vielleicht schon, aber der Unternehmer nicht. So, wenn jetzt das... Ich bin technisch überfordert. Ich war so, vielleicht geht es mit dem auch nicht. Herr Professor, darf ich? Meine Damen und Herren, das war es im Ausland. Österreich, Skifahren, Singen, Tanzen, Jodeln, Opernball, Ibizana, Mozartkugeln, Lugner, ja, Kabarett, alles haben wir. Das ist die Außensicht des Auslandes, die glauben, wir leben davon. Der Fremdenverkehr trägt zum Bruttoinlandsprodukt einmal 5-7% bei, je nachdem, welcher Professor in dessen Auftrag es rechnet. Wir sind ein Produktionsstandort. Und da Österreich und Deutschland, also wir wechseln uns da immer wieder ab, das ist einmal so, manchmal sind wir zwei Jahre so, das ist unterschiedlich. Aber das ist eben das große Aha-Erlebnis, weltweit, aha, wir machen es. Ja, tja, länger drucken. Hübscher. So, was sind nochmal die wichtigsten, Ernst und Jahn hat das gesagt, nicht ich. Also die haben das erhoben und wir müssen uns auf den Markt einstellen und auch die Argumente aufbereiten. Die Nachteile Österreichs muss ich ins Positive transportieren. Wir sind ein teurer Standort, sage ich, wenn du das nicht leisten kannst, wir haben eine Infrastruktur, die musst du leisten können. Ansonsten gehst du nach Moldawien. Also wir müssen immer so ein bisschen so agieren. Stabilität und Transparenz in der Politik, na schauen wir. Der Markt, Produktivitätszuwachs für das eigene Unternehmen, also wir haben seit Jahren da vieles drauf, was wir alle gar nicht gewusst haben. Arbeitskosten, Logistikinfrastruktur, qualifizierte Mitarbeiter und das ist genau das Thema, wo Österreich punktet. Wir haben Österreich qualifiziertes Bildungssystem und die ganze PISA-Studie, die ist schiefer als der ganze Turm. Die stimmt um hinten und vorne nicht. Warum? Wir haben ein duales Ausbildungssystem, und wenn wir ach so blöd wären, warum haben wir dann immer die ersten, zweiten, dritten Plätze bei den Lehrlingswettbewerben? Vorgesehen. Das stimmt nicht.
Soziales Klima, Körperschaftssteuer, Telekommunikationsinfrastruktur, gar nicht etwas Wesentliches, wo wir in Österreich in manchen Bereichen, in manchen Gebieten Österreichs ein Defizit haben, ist das Breitband. Da gibt es gegen Österreich, da jammern die Betriebe, da müssen wir uns dabei helfen mit Richtfunk, aber das ist halt auch so was, da kommt ein Gewitter, dann funktioniert es wieder nicht, das lauter solche Sachen. Ein flexibles Arbeitsrecht. Das ist das, was uns halt etwas auf den Schädel fällt, mit der 12-Stunden-Regelung und mit der 10-Stunden-Regelung. Also das entspricht nicht mehr dem heutigen Bild der Wirtschaft, es ist nur aus der alten Zeit des 19. Jahrhunderts. Schichtbetrieb 8 Stunden und na, wer von Ihnen kann Schichtbetrieb machen? Geht nicht. Das Hirn, ich kann nicht ein Projekt entwickeln. Wenn ich auf der Fließband bin, kommt die nächste Schicht und ich kann das, ist darauf gebildet. Aber dort, wo Hirn eingesetzt wird, dort, wo man nachdenkt, wo man es entwickeln kann, kann ich jetzt sagen, 18 Uhr und jetzt kommt die nächste Schicht. Das ist ein Denken, das halt ein Teil der Sozialpartnerschaft, das ist denen fremd. Aber die kennen sich jetzt in der Geschichte des 19. Jahrhunderts oft besser aus. Die Wettbewerbsfaktoren der Zukunft, das war so eine Umfrage unter europäischen Managern, sie sehen ganz oben gut ausgebildete Arbeitskräfte. Das ist das Um und Auf. Wir kämpfen in der ganzen Welt um die Arbeitskräfte. Dort, wo die Arbeitskräfte vorhanden sind, dort kommen die Firmen auch dazu. Es geht nicht um den billigen Produktionsstandort. Wir laufen denen nicht nach. Wir haben den wissensbasierten Wirtschaftsstandort zu vermarkten, aber nicht die verlängerte Werkbank. Der ist jetzt zuerst in Nokia, zuerst in Bochum, dann waren sie in Temeswar und jetzt sind sie in Moldawien und wo sind sie jetzt? Irgendwo, keine Ahnung. Irgendwann mal kommen sie wieder zurück, weil die Erde rum ist. Aber Sie sehen, Verfügbarkeit von qualifizierten, also gut, Arbeitskräfte, die Immigration, politische Stabilität, Infrastruktur. Das sind die wesentlichen Elemente, die für die Entscheidung einer Betriebsansiedlung notwendig sind. So, ich bringe ein paar internationale Charts, damit Sie sehen, wie sieht die Welt uns von außen. Also Ausbildungssystem, da sind wir auf Platz 31. Das sind so andere viel besser, Singapur ist viel besser, Holland ist viel besser, USA ist viel besser, weiß zwar nicht warum, aber es ist so. Da weiß ich auch mehr drüber. Da schneiden wir international nicht so allzu gut ab. Qualifizierte Arbeitskräfte, da gibt es auch manchmal so ein Aha-Erlebnis, also USA qualifizierte Arbeitskräfte, Frankreich, Großbritannien, also wenn ich so mit BMW-Leuten gesprochen habe, was die Produktionsqualität in Großbritannien betrifft, gut, nehme ich zur Kenntnis. Einwanderungsgesetze, die fallen uns wirklich in Österreich vom Kopf. Und zwar was die Rot-Weiß-Rot-Karte betrifft. Wir kriegen sehr schwer qualifiziertes Personal rein. Und wenn einer 45 ist und Universitätsprofessor ist, kriegen alle drei, weil wir aufgrund des Alters die Punktanzahl nicht mehr erreicht. Einen Sportler kriegen wir wieder rein. Das ist ja wichtig, Fußball und Basketball ist wichtig, aber qualifiziertes Personal ist schwer reinzukriegen. Das ist jetzt etwas geändert worden, wo man das akademische Personal leichter reinkriegt, weil auf den Universitäten kriegen wir die Leute leichter rein. Aber in den Firmen dumm und schwer. Da ist noch ein altes Denken drinnen in den Sozialpartnern, das uns auf den Kopf hält, nämlich in der Entwicklung unserer Wirtschaft. Tja, jetzt habe ich es. So, jetzt komme ich zu dem, warum die Betriebe zu uns kommen. Erstens einmal die geografische Lage Österreichs, dafür kennen wir nichts, da mal Glück. Die österreichische Geschichte, nämlich der Zugang zu den Mittelost- und Südosteuropäischen Ländern und die Durchmischung Österreichs mit diesen Nationen, mit diesen Völkern. Ich komme jetzt gerade eben von Ostwestfalen herein, dort wird nicht Ungarisch gesprochen, nicht Tschechisch gesprochen, auch nicht notwendig, dort wird Holländisch gesprochen, Englisch, die sind wieder orientiert, die nach England, nach Holland. Wir sind orientiert nach Ost- und Südosteuropa. Hohe Stabilität und Sicherheit, das betrifft jetzt die persönliche Sicherheit, das betrifft auch die Berechenbarkeit der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen. Und da sind wir in Österreich gar nicht so schlecht aufgestellt, auch wenn Sie vielleicht die Innensicht anders sehen. Ich sehe Österreich von außen. Ich bin also draußen und nicht hier herin. Innovative Förderungen, ich komme auf das noch zu sprechen.
und die Steuervorteile. Wobei die Steuervorteile, hier geht es nicht um die Körperschaftssteuer, da geht es um den Bereich Forschung und Entwicklung. Das ist es. Ein wesentliches Verkaufsargument ist für uns auch der Flughafen Wien und der Zugang und die Verbindungsflüge nach Mittel- und Südosteuropa. Da haben wir gemeinsam mit Frankfurt, einmal haben wir zwei Flüge mehr, dann haben wir zwei Flüge mehr, das geht ein permanentes Hin und Her. Das ist etwas, was internationale Manager an dem Wirtschaftsstandort Österreich schätzen, dass sie diese Märkte Mittel- und Südosteuropas sehr leicht bedienen können, weil sie einfach hinfliegen und sie können auch leicht wieder zurückfliegen. Ganz ein wesentliches Element für den Wirtschaftsstandort Österreich betrifft auch die Forschung und Lehre, weil die Leute, die Professoren reinfliegen, dort austauschen, Studenten und Dozenten. Die Ausrichtung der Steuersystem. Wir haben drei und das seit 16 Jahren schon, da hat sich also nichts geändert. Internationalisierung, Forschung und Entwicklung, Aus- und Weiterbildung. Das sind drei Punkte, die steuerlich gewürdigt werden. Wenn ich nicht ordentlich Aus- und Weiterbilden kann, dann kann ich keine Forschung und Entwicklung machen. Und wenn ich das nicht machen kann, kann ich nicht internationalisieren. Das hängt alles zusammen. Ich kann nicht ein Element herausnehmen. Es ist ein Gesamtbild, wie ein Uhrwerk. Das muss funktionieren. Das sind stabile Elemente in unserer Steuerpolitik, die international anerkannt werden. Hat lang gedauert, aber ich sage, langsam greift es, dass wir auch ein Forschung- und Entwicklungsstandort sind. Und nicht nur die Kultur. Die ist auch wichtig für die Kreativität, das ist schon mal ganz klar. Das, was auch ein wichtiger Punkt ist, dass ich sage, Schatz, hier von Österreich aus kannst du exportieren, kannst du investieren, auch in diese Länder, die hinten angeführt sind. Und die spiegeln wieder, die Quelle ist das Wiener Institut für International Economic Studies. Die Quelle ist immer da. Nicht nie von mir, die Statistik, die ist immer doch schon. Das spiegelt aber unsere Geschichte wieder. Das spiegelt auch unsere Sprachenvielfalt wieder. Arme Schwarzen vorne, in den 90er Jahren war Tschechien ganz vorne. Das spiegelt auch immer die politische Lage. Das heißt, die Rangordnung ändert sich immer wieder, jedes Jahr. Das ist aber keine Einbahnstraße. Wir haben bei uns eine eigene Gruppe, die betreibt eine Osteuropa-Gruppe seit 1999, wo ich damals geholt habe, um diese Osteuropa-Gruppe aufzubauen. Ich brauche jetzt zwischenzeitlich Deutschland. Das heißt, es wird bei uns hier in der Muttersprache gesprochen. Die Assistentinnen sind, die ist eine Ukrainerin, dann einmal Tschechin drinnen. Wir müssen in der Muttersprache reden, weil Englisch ist schön und gut, nur ich muss dort abholen, wo stehen. Ich darf eines nicht vergessen, dass auch den Jungen zwar fließend Englisch sprechen. England waren, USA auch waren, nur werden die erzogen? Die Großeltern meistens. Und damit haben sie das Großelterndenken drinnen, auch die ganzen Ressentiments und Denkweisen. Das muss ich überbrücken, also ich muss das wissen und ich hole die Leute von dort ab. Weil wir wollen nicht haben, dass jemand nach Österreich kommt und dann enttäuscht ist, weil das, was er sich vorgestellt hat, er nicht umsetzen kann. Wir sagen auch den Betrieben, also viel Sinn macht es nicht, wenn du zu uns kommst. Und wir erläutern das auch. Weil ich habe eine soziale Verpflichtung, weil wir Arbeitsplätze schaffen. Und ich habe keine Lust und Laune, dass der Betrieb dann, dass wieder Leute arbeitslos sind. Hat alles Auswirkungen wieder auf die Familien. Aber die sehen hier nicht so von, da ist, die kommen auch schon zu uns. Auch Slowenen zum Beispiel produzieren auch in Österreich. Dann, ja, das Hauptverkaufsargument, was die Bildung betrifft, sind bei mir, also bei uns sind vor allem in Deutschland draußen, aber auch in den anderen Ländern, die Handelsakademien und die höheren technischen Bundeslehranstalten. Die gibt es weltweit übrigens. Das ist ein österreichisches Spezifikum und das ist die Stärke der österreichischen Industrie. Mein Sohn ist Diplom-Ingenieur Maschinenbau, arbeitet bei Zitzala. Die Deutschen haben zum Beispiel die HTL nicht. Die haben alles TU-Absolventen. Wir können eine breite Palette abdecken mit der HTL. Und das sind Leute, die jetzt praktisch ausgebildet werden, Theorie, Vormittag, am Nachmittag haben sie die Werkstatt.
Und diese Leute sind begehrt. Ich muss immer den Deutschen sagen, ja, ich brauche so viel Diplom-Ingenieur, sage ich, wofür? Na, das und das, sage ich, nein, HTL, was ist das? Dann fahre ich nach St. Pölten oder fahre ich nach Mödling am Nachmittag hin und dann gehe ich in die Werkstatt und dann sieht er, was, wie die Leute arbeiten lernen. Das ist etwas, was wir lernen, nicht auflösen dürfen, die Höhe der Technischen Bundeslehranstalten und die Handelsakademie. Die WU natürlich, das ist klar. Dann geringere Einfluss. Ja, okay, das sind ja die anderen Dinge da. Aber wichtig sind halt das Schulsystem und das österreichische Bildungssystem, lasse ich nichts kommen. Weil wenn Sie draußen waren und mal gerade geschaut haben, wie die anderen Länder, also das ist auch etwas. Österreich wächst durch Zuzug. Wir waren einmal 7 Millionen Einwohner, da haben wir 7,9, da waren wir 8 Millionen. Jetzt sind wir auf 8,7 mit Stand 1.1. dieses Jahres. Prognostiziert wird, ohne jetzt die Flüchtlingsgeschichte, das ist nicht mit eingerechnet, bis zum Jahre 30 9,2 Millionen vom Statistischen Zentralamt. So 9,2 Millionen Einwohner. Wo bringen wir die unter? Die Arbeitsplätze, die Infrastruktur, Schulen, Kindergärten, Schulen. Das ist eine riesen Herausforderung für die Politik. Die müssen was einfallen lassen. Ob sie das tun, weiß ich nicht. Aber Sie sehen hier auch die Durchmischung. Nummer 1, die Staatsbürger, die, also das sind alles Leute, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Die Deutschen sind seit 5 Jahren die Nummer 1 in Österreich. Nicht nur in der Lehre, in der Forschung, sondern auch in den Betrieben und zum Teil auch jetzt schon in der Verwaltung und im Schulwesen. Weil wir Rahmenbedingungen haben, die offensichtlich attraktiv sind. Und dann spiegelt sich wieder das Bild unserer Geschichte. Für mich ist es nicht so wichtig, Spanisch oder Französisch zu können. Wozu? Für mich ist es wichtiger Tschechisch und Ungarisch. Ja. Das große Aha-Erlebnis, Forschung und Entwicklung. Schauen Sie mal, wo man war in den 98er Jahren. Da wurde im Jahr 2000 der Rat für Forschung und Technologieentwicklung eingesetzt. Das Beratungsorgan der Bundesregierung, des Nationalrates und der Bundesländer. Und die haben damals festgestellt, 5 Schwergewichtsfelder, wo ist Österreich stark. Und die sind langsam gestärkt worden. Jetzt wird das Ganze ein bisschen wieder erweitert. Allerdings etwas, was weltweit nirgends gibt, das ist nicht nur rein auf die Technik abgestimmt, sondern sehr wohl auch auf die Sozial- und Geisteswissenschaften. Ich kann nicht nur ein Element rausnehmen, ich muss die gesamte Wissenschaft nehmen. Alles. Und nicht nur sagen Technik oder nur Juristerei oder was der Kuckuck was. Da sind wir wirklich gut unterwegs. Jetzt gehen wir mal zu den Forschungsausgaben. Das ist ein Thema, das natürlich für Sie interessant ist auch. Und was immer beeindruckend ist, auch im Ausland. Damit kann ich beeindrucken, weil ich kann das mit Fakten unterlegen. Ich darf draußen nicht irgendwas so sagen, was ich nicht halten kann, ich muss alles unterlegen können. Bedachten Sie bitte den Teil links oben Ausland. Das sind Firmen im ausländischen Eigentum, die in Österreich Forschung und Entwicklung betreiben. Hätten Sie sich sicherlich nicht gedacht. Und warum? Wir haben die direkte und die indirekte Forschungsförderung. Die indirekte, das ist die steuerliche Komponente. Das ist einzigartig. Gibst 100 Geldeinheiten aus, kriegst 12% davon im Folgejahr wieder refundiert vom Finanzamt. Unabhängig, ob ich ein kleiner, mittlerer oder großer Betrieb bin. Burger Ingelheim in Wien baut gewaltig aus die Forschung und Entwicklung. Henkel baut aus die Forschung und Entwicklung. Vor voriges Jahr habe ich ein deutsches Unternehmen von Flensburg nach Österreich begleitet, sitzt in Fürstenfeld. Die haben 100 Leute das dort aufgebaut und das weltweite Kompetenzzentrum für Forschung und Entwicklung im Kompressorenbereich ist jetzt hier in Österreich. Das beachten wir viel zu wenig. Und unabhängig jetzt von der indirekten Förderung, habe ich die direkte Förderung und die projektbezogene durch die Forschungsförderungsgesellschaft und durch das Austria-Wirtschaftsservice-Gesellschaft. Die Grundlagenforschung
ist wieder ein eigenes Verschub. Die betrifft mich nicht direkt, weil ich ja die Wirtschaft betreue und damit angewandte Forschung. Übrigens, die dritte CNC-Maschine wird bei uns nicht gefördert. Oder die dritte, oder wenn wir den Automobilwerk kennen, abgesehen davon, dass wir keine Arbeitskräfte hätten. Das ist etwas, was einzigartig ist. Das hat auch bewirkt, dass wir den Anteil der Forschung und Entwicklung mit dem ausländischen Anteil vergrößert haben. Wenn Sie jetzt ein österreichischer Betrieb, wenn der Deutsche hereinkommt, oder hier eine deutsche Firma reinkommt, hier eine Tochterfirma drin, ist ein österreichischer Betrieb. Und wenn der jetzt sagt, pass auf, ich mache jetzt einen Forschungsauftrag auf ein Fraunhofer-Institut nach Deutschland raus, kann er das bis zu 1 Million machen und genauso seine 12% refundiert. Das ist aber gedeckelt mit 1 Million. Das heißt, ich kann die grenzüberschreitende Forschung entwickeln. Es geht auch um die Internationalisierung zur Forschung und Entwicklung. Wenn ich Forschung entwickeln kann, dann habe ich die Produktion auch da. Keine Forschung und Entwicklung, die Produktion kann ich automatisieren, Industrie 4.0. Aber das oben hier, das kann ich nicht mit 4.0 machen. So, jetzt kommen die anderen Faktoren, dass wenn die Familie auch mit übersiedelt. Wir machen das immer gemeinsam mit den Bundesländern. Dann werden dann die Bundesländer organisieren dann Schnupperwochenende für die Frau, für die Kinder, für die Tante, für die Oma, für den Opa. Dann wird also gesagt, schau, da ist der Volksschule, da ist der Kindergarten, da ist der Heuriger, dort ist das und das ist das. In der Wohnungssuche, Haussuche helfen Bundesländer auch mit. Auto umschreiben, anmelden, ist in Österreich nicht so einfach, jedes Bundesland hat andere Vorschriften bei der Autoanmeldung, bei der Typisierung meine. Die Verwaltung, wenn Sie jetzt auch jammern über die österreichische Verwaltung, gehen Sie mal nach England, gehen Sie nach Frankreich oder Italien, oder nach Deutschland auch hinaus, ist auch schwierig. Wir haben hier in Österreich einen elektronischen Akt, hat Vorteile, Nachteile, Vorteil ist, dass schnell geht. Nachteil ist, wir haben früher halt unsere Taste auf das Blatt ausgewechselt. Geht nicht mehr. Musst du schon vorher dran überlegen, wie macht das? Ja, gut. Sitzt du da wieder länger und drückst ein Fahrschrott ein, sag ich dann. Weil dann wieder Kreativität ist dann gefragt. Dann natürlich die hohe persönliche Sicherheit. Bei der Verwaltung hat auch noch etwas, was ganz ungewohnt ist. Dass ich mit den Investoren seine Hand nehme und zu den Beamten hingehe und sage, wie machen wir das? Das finden Sie in anderen Staaten nicht. Auch die österreichische Gesetzgebung ist eine andere. Weil wir haben Rahmengesetzgebung. Sie wissen, das Gesetz wird ausgesendet, alle Körperschaften, das öffentliche Recht, das geben ihren Senf dazu, dann wird irgendwas gemacht, dann werden Rahmenbedingungen, dann wird mit Verordnungen erlassen und intern Durchführungsbestimmungen gearbeitet. Das heißt, der Beamte hat eine Flexibilität, die sich jetzt dieser Beamte in anderen Staaten nicht in diesem Ausmaße hat. Die hohe persönliche Sicherheit, das zählt, ist wichtig. Und die Streikrate, die niedrige. Das ist ein ganz wesentliches Element, dass hier in der Produktion nicht gestreikt wird. Wir hatten es letztens mal gestreikt, das war der Lehrer, glaube ich, in der Bundesbahn einmal, ne? Da nicht aufgefallen. Ja, da wird es Fahrten hier sehr auf. Ne? Ja, da wieder noch einmal hier die Statistik hier mit. Ja. Die Schweiz ist ein bisschen anders, aber das wissen wir eh. Ich bin der deutsche Markt zuständig. Vom Jahre 2000 bis hierher, Sie sehen, wir haben auch in den Krisenjahren 7, 8, 9 keinen Einbruch gehabt. Keinen. Wir kommen wieder darauf zurück, was ist wichtig? Die Verlässlichkeit, die Rahmenbedingungen und ich brauche das Personal, das Fachpersonal. Das ist bei uns schon eine Mangelware, ist richtig, aber ich kann ja auch in die HTLs gehen und ich kann sagen, pass auf einmal, schiebt mir die Kinder in den Ferien, die können den Betrieb mitarbeiten.
meine, jetzt wird es schwierig mit der Versicherung und die Dienstnehmer in das Verhältnis, weiß ich. Da haben mich ein paar Politiker sich ins Knie geschossen und zuerst durchs Hirn. Gut, aber gesagt, wie Sie sehen, wir sind im regen Zuspruch, mir wird auch nicht fad. Das war wieder oben in Greven, war ich, in Bochum und in Münster. Na, no, geht weiter. Tochterfirma. So, wer sind wir jetzt noch einmal? Die Anzeigungsagentur der Republik Österreich, wir sind Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Wir arbeiten kostenfrei, auch die Bundesländer arbeiten kostenfrei und wir koordinieren uns intern. Da gibt es keinen Vertrag, man kennt sich. Darum funktioniert es. Das wisst ihr auch, wenn nicht mehr Vertrag ist, wenn es ändert sich was, dann geht nicht. Ist blöd. Wir arbeiten ausschließlich maßgeschneidert. Und wir reden nicht lange, aber wir sagen, interessiert es dich, ja oder nein? Wenn es dich interessiert, hast du die Möglichkeit, du kommst reingeflogen oder wir fliegen mit den Fachleuten raus und machen vor Ort die Beratung, die sogenannte Erstberatung, damit er mal erkennen kann, geht's oder geht's nicht. Passt nicht. Ich kann auch nicht an jedem Beruf, es gibt gewisse Branchen, die in Österreich nicht angesiedelt werden dürfen. Ja, da schauen wir. Nein, Gesundheitsbereiche zum Beispiel. Der Chiropraktik in Deutschland ist unser Kultfuscher. Denn rein der ist ärztliche Tätigkeit. Der hat nur der Arzt machen. Oder der Arzt muss daneben stehen. Medizinische Tastuntersucherin, Deutschland gang und gäbe, bei uns. Das 19. Jahrhundert lässt grüßen. Weil ich komme aus einer Medizinerfamilie, aber das ist. Ich habe wieder eine Medizinerin geheiratet, bin der einzige Abbau, der es dann nach 5 Jahren Medizinstudium erfolgreich abgebrochen hat. Weil meine Schwester hat mich gerettet und hat das auf die 4. Generation dargestellt und die Organisation übernommen. Bin meiner Schwester und meinem Dank. Ja. Und wir haben wir nehmen keine Jungen, so wie Nackel. Wir nehmen Leute, die aus der Praxis kommen, die ein breites allgemein Wissen auch haben, wir müssen alles abdecken, alle Branchen. Wir sind länderspezifisch orientiert, Branchen, wie war es? Ihr habt Milchbauern habe ich schon gehabt, Viehzüchter, ihr habt bis zur Wissenschaft haben wir alles, müssen wir abdecken. Vom Einmannbetrieb bis zum großen Betrieb, der auf der Nasdaq notiert ist. Die Großen sind die gefährlichsten, weil die haben alle mit dem ihre Stabstellen. Da sitzen Leute mit einem Halbwissen und das Wissen hat einen Meter über dem Boden auf. So, wie bringst du den dann unter? Schwierig. Und ich habe nichts gegen die großen Beratungsunternehmen, aber dann kriege ich 3 Lösungen in die Armen. Die Lösung 1, 2, 3, eine sucht er aus. Ja, so geht es aber auch nicht. Gut, aber das sind, damit man nicht fährt. Normalerweise mache ich nur etwa 10 Jahre, da bin ich weg. Ich mache nur 16 Jahre. Ich überlege mir gerade, ob ich nicht schon zu faul werde und so geistig behindert, wie immer. Gut, Internationalisierung macht wettbewerbsfähig, meine Damen und Herren. Bilanz muss ich Ihnen auch noch zeigen, was wir so gemacht haben. Hier, das sind die Projekte, die wir begleitet haben. Wir siedeln nicht an, wir helfen. Wir organisieren, koordinieren und schauen, dass das Ganze funktioniert. Ja, uns geht es ganz gut. Nummer 1 ist Deutschland, der Investor. Folge sind wieder 103 Firmen. Gefolgt von der Nation her die Italiener. Das waren 42, aber das ist eine Fluchtbewegung bei denen. Die Rahmenbedingungen dort sind etwas eigenartig. Und dann als Gruppe ist eigentlich Nummer 2 nach Deutschland Ost- und Südosteuropa. Sie haben das jetzt erst gesehen, auf die Russen, die Ungarn, die Tschechen, Rumänen, jetzt kommen auch schon die Serben. Die kommen auch rein. Und das ist unsere Aufgabe. Wie gesagt, wir machen nichts wissenschaftlich, sondern einfach, wir müssen abgucken. Ja, jetzt habe ich überzogen.
Sind Sie besser? 7 Minuten. Danke, Meister. Du brauchst einen Businessplan. Dann wird er abgelagert. Businessplan für 7 Jahre machen? Aber hallo. Also das Bild, das stimmt in der Wirklichkeit nicht gleich. Naja, aber es tritt keiner dagegen auf. Ja, ja, aber sagen wir das, er versteht von der Wirtschaft. Naja, aber es gibt ja Innovation Scoreboard. Jetzt haben Sie die Ausgaben gezeigt, die Stimmung. So, ja, mein Chef darf dazu sorgen, dass es dort steigt. Das ist aber nur der Input, der Output, wenn man jetzt sagt, jetzt gibt es dieses Innovation Scoreboard, da kann man natürlich streiten, aber jedes Jahr sind mal wieder ein, zwei Stufen runter. Ich meine, der Leiter von der Wirtschaftskammer hat den Wirtschaftskanal als abgesandelt. Ist das jetzt nur Propaganda Richtung Regierung, um was zu ändern, oder ist das... Ja, ein bisschen Wahrheit ist schon dabei. Die anderen sind nicht blöd, die werden auch besser. Ja. Und unsere Innovationsfreudigkeit, Entwicklungsfreudigkeit ist jetzt nicht mehr so wie früher. Das wird gehemmt. Ja, das ist politisch. Das sagt politisch steuern. Köst und so weiter, die ganzen Abgaben und so weiter, die sind alle gerade in sich. Ja. Gut, die Körperschaftssteuerung vor einigen Jahren ganz dramatisch nach unten gegangen. Ja, aber Einkommensteuer und Schwierigkeiten gehabt, weil die keine Führungskräfte hereinbringen. Du sagst, er sagt, ja, ich will gerne nach Österreich kommen, darauf sagt er vorher, bitte, warte, dann muss ich auch zu den Österreichern. Was da mit der Steuer? Auch für solche Lagen in der Wissenschaft, der Forschung, das gleiche Thema. Sozialversicherung, Pensionsversicherung ist eine Katastrophe, ja, das im Akademischen. Du als 45-jähriger Professor und dann nachzahlen musst, weil man erlässt dir ja hier die Sozialversicherung oder die Pensionsversicherung nicht, dass du in dein neues System einzahlen kannst. Also da ist auch Europa natürlich schon viel besonders. Also das ist Ich kenne Leute, die dann schon mit alles hätte gepasst, aber ich kann mir einfach nicht leisten, mich ins Pensionssystem einzukaufen. Selber mal mit meinem versteuerten Gehalt bezahle ich vielleicht meine Pensionsversicherung. Ist ja ein Bezahlung und nein. Also da wird es dann irgendwann ökonomisch. Dann würde ich eher Leute einspringen. Ja. Und zwar, also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass innerhalb der Migration in europäischen Staaten du jetzt deine Pensionsversicherungszeiten, die du schon eingezahlt hast, mitnehmen kannst. Die Zeit, aber nicht die Höhe. Oder? Ja, wenn Sie von Leuten hörst, dann 150.000 Euro mehr Bullshit hätten müssen. Aber das sind alles Dinge, die dort hier. Wir melden den Ministerium. Ja. Und was dann tut, Geschichte. Ganz herzlichen Dank. Ja. 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 Ja.